So, hallo und herzlich willkommen wieder mit einem Last Pick hier mit dem Roman. Er sagt schon gar nichts mehr. Yay. Ja. Gibt's halt auch nicht viel zu sagen. Ich würde eigentlich gerne mal Jungle gehen, weil ADC war irgendwie gerade nicht so überragend. Aber wenn immer weil gebannt wird, wenn du sagst, eventuell könnte ich schauen, okay, doch nicht. Ich auch nicht. Shaco gebannt, das ist nice. Shaco muss ich auch noch lernen, Shaco habe ich auch in meiner Liste. Wenn ich Shaco kann, kann ich auf Fenger schießen. Ah, Shaco ist irgendwie komisch, keine Ahnung. Mag ich nicht. Ich glaube, das war in dem einen Game, das war sogar ein Smurf-Shaco im Gegnerteam. Ein Platin-Smurf. Das war so krass, ey. Keine Chance. Der stand übel schnell dann 14-0 oder sowas. Merk schon. In der ersten Aufnahme hat er noch wie bei noch so, ja, yeah, hallo. Und jetzt wieder schon so, ja, es ist halt wieder ein Spiel. Okay, Mitte und. Top haben wir schon mal klar. Ja, dann gehe ich halt wieder ADC. Wenn der jetzt aber sagt, wenn er aber dafür jetzt nicht jungeln geht, hau ich ihm in die Fresse. Er soll jungeln gehen. Ich so, thank you, Bruder. Ich spiel gleich Blitzbring und hau einfach so und mach selber Schaden. Ich brauche eh keine ADC. Ach, wen spiele ich denn jetzt? Soll ich wirklich mal Quinn spielen? Eigentlich nicht, ne? Ich bin wieder Jinx. Okay, ist immer noch kein. Ich bin so die Blitzcrank. So. So. Das hat's mich so weit. Die Fans wollen's. Die Fans kriegen's. Ezreal könnte ADC sein oder mit. Ach, ist egal. Ich nehme mal Panty on top. Jo. Rengar könnte auch top sein, theoretisch. Oh, zu der Raven springen. Ich weiß nicht, ich bin irgendwas Normales. Schon bitte. Okay. Aber was spielt ihr jetzt? Wenn jetzt kein Leona dabei ist, dann weiß nicht. Ist voll klar. So. Oh, Leona schon. Ich hasse es immer, Leona. Ernsthaft. Muss das sein? Muss das sein? Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in-game. Wieder, bis dann. So Leute, mit leichter Verspätung sind wir dann auch wieder da. Ich dachte, der hört gar nicht mehr auf mit Reden. Ich dachte, ich kann, der will eine Sache von mir wissen und ich kann denen das ganz schnell beantworten, aber nein. Ich war ein bisschen panisch, so, weil du doch nicht da bist. Ja, ich, sorry. Ich dachte, das wäre schnell erledigt. Ich hatte Angst, das ist doch jetzt länger. Ich wollte schon raufschauen und fragen, ob das natürlich länger dauert. Nee, der wollte irgendwas mit Anno und Startschiff und ob er sich gleich ein Schiff bauen darf, weil bei Anno hat man ja auch mal ein Startschiff. Ach, nee. Nein, kann man nicht. Ja, ich will mehr Holzsorten haben. Ich will, dass der Holzfäller alle Bausorten machen. Ich will, dass man die ganzen Sachen bei Custom NPCs craften kann. Warum gibt's da voll wenig Crafting-Rezepte? Oh, Mensch. Alter, weil ich will jetzt nichts sagen, weil wir in der Aufnahme sind, aber... Ja, ja. Nee, ich erwähne den Namen auch nicht von demjenigen, bei dem ich gerade war. Aber ich habe auch kein Problem damit, ich mach ja auch freiwillig Admin und so, aber es war von der Situation gerade ungünstig.
wie ihr wisst. Ich weiß auch sehr, wie man Stress das Atmen haben kann. Hm. Ich kann einfach nicht haben, wenn Leute immer sagen, ich will das, will das, will das, weil ja. So und so. Man kann Tipps, man kann sagen, ja, das wird cool, das wird, glaube ich, nicht, das will ich so. Oh, und jetzt ist schon wieder Hyping. Warum? Ah. Mann, bei mir ist gerade jemand gekommen, jetzt bin ich nicht mehr alleine und das ist nicht Felix, das ist mir dann. Okay. Und wie geht's heute, wie geht's der Melanie so? Mm. Die heißt sie auf Facebook, diese Melanie. Ich weiß nicht, was die macht, keine Ahnung. Ja, Mann. Das ging auf jeden Fall jetzt die ganze Zeit wunderbar. Der Flash war auch ein bisschen voreilig, aber ich hatte gerade ein bisschen Angst wegen Leck. So. Regen wir uns nicht mehr darüber auf. Naja. Ja. Die Konzentration gerade im Game ist halt ein bisschen hart, finde ich. Ja. Weil, die Minions stehen einfach viel zu beschissen gerade für den Club. Oh, wie ich vor allem jetzt den Ezreal fokussen will, aber ihn einfach nicht gefokust kriege, ne? Nein, komm schon. Mensch, ich gehe gleich rüber und frag dir, was ihr gerade im Internet macht. Mehr einfach den Lidbrotter im PC und träume einfach aus dem Fenster und sag, wenn du wieder oben bist, lass dich sogar ins Internet. Oder ich simuliere mal einen Internetausfall und schalte einfach mal das WLAN an. Der Damage ist auch. Und dann gleich im Moment sagen, Internetausfall, ich google erstmal nach. Hm. Wobei, ja doch, ich gehe weg. Oder wenn Riven kommt. Ein Healpot habe ich noch. Das war nicht gerade die beste Idee, das kann ich die Konstellation. Und weil ich gerade weggehen wollte, habe ich gesehen, dass die Riven kommt, wollte mich auf den Weg machen und auf einmal. Ist auch total komisch. Riven war da. Ja. Sehr gut. Auch da ich einen Kill bekommen habe, freut mich sehr. Hm. Bevor das mein Hucke getroffen hat, wurde das Berg was einfach. Es war gerade echt kritisch, weil wir gerade 4 gegen 2 und naja. Aber egal. So, Healpots for the win. Ja, mein Farm. Leicht hinten. Ist jetzt dem geschuldet, dass ich zu spät da war. Österreicher von deinem Team. Ja, mehrere und Österreicher generell dabei. In beiden Teams. Ja, ich rede vom Ältesten, ich rede vom Oberösterreicher. Vom Oberösterreicher, okay. Ja. Ich weiß nicht, ich muss das echt mal auschecken, ob der wirklich so fame ist. Der hat sich auch im Nachhinein erst angemeldet, ne? Also das ist keiner, den ich angeschrieben habe, deswegen weiß ich das jetzt gar nicht. Ja, aber cool drauf zu sein, so im Allgemeinen. Jo, klar. Könnte man sagen, ist Österreich oder so. Hat ganz schön viele Pläne auch und sowas. Ah, die sind auch mächtig, also... Nee, mächtig nicht. Aber schon ein kleines bisschen eingebildet. Also... Dem Alter entsprechend natürlich nur ein bisschen und gerecht stolz auf ihre Leistung und sowas, aber ne, so ein kleines bisschen ist.
Ich weiß schon, was du meinst. Ja. Aber ja. Du hast trotzdem das bessere Teaming wohl erwischt bei mir. Aber ich läuft einfach von Anfang an schon mit Teamarbeit und so weiter. Bei uns, das Chaos hätte so etwas bisher wird ja schon am Anfang. Ich dachte mir so, ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich weiß es nicht, ob ich wirklich das bessere Team habe. Ein paar von mir sind auf jeden Fall ganz okay. Ich habe halt die Sache, ich habe nicht ein riesiges zusammenhängende Gruppe, sondern ich habe viele einzelne. Deswegen weiß ich nicht, ob... Ja, wir können gerade nicht helfen kommen. Wenn wir helfen kommen, dann kommt noch mehr zu euch. Ich muss sagen, die Livium hat dafür schon mal einen guten Anfang gemacht. Schafft die Riven das? Schafft sie. Ah, wird knapp, ne? Vielleicht sollten wir wirklich hinkommen. Aber dann ziehen wir halt zwei Leute mit, ne? Ne, sie hat abgebrochen. Ne, sie hat abgebrochen, gut, Gott sei Dank. Das wäre ein bisschen zu anstrengend gewesen. Alter. Wie ist das? Siehst du, Leona ist wirklich. Kannst du nichts machen. So lange gestunt und. Ja. Wenn du dann einen AD Carry hast, der ein bisschen was drauf hat, bist du tot. Wobei der Ezreal auch echt nicht schlecht spielt. Bitte. Nicht schlecht, ist noch untertrieben. Oh, schon wieder Hyping, was ist das? Gehen wir auch mit Richtung Mitte. Gerade ziemlich viel los. Ich will nicht, dass da was Dummes passiert. Lol, warum? Sehr schön, jetzt hat er auch 3 Kills. Ja. Kann man gar nichts mehr machen jetzt. Ich hab, glaube ich, gerade gegen die Cassiopeia den Kill bekommen. Ach, Freeman. Nicht so aggressiv. Ist der Ringer natürlich noch Karma gerade blöd. Aber auch nur eine logische Konsequenz eigentlich. Ein schlechtes Gefühl. Kannst du warten? Okay. Sonst hätte ich ein Wort gestellt. Lass uns rumballern. Willst du jetzt ernsthaft den machen ohne Jungler? Nein, gut. Oh, lass wieder Bot gehen. Jo. Mal nichts reißen. Achtung, die könnten uns entgegenkommen. Nein. Geht trotzdem mal hinten rum.
Lass sie. Sehr viel aufgewendet, gerade an Ressourcen, aber trotzdem gut. Lol, jetzt kam mein Heal an. Was? Alter, ich schaut sich komplett weg. Ich glaube, da mache ich jetzt nochmal eine Wiederholung rein. Wenn ich dran denke. Wahrscheinlich denke ich nicht dran. Alter, die hat mich von der Animation nicht getroffen. Ich habe keinen Mana, was soll ich machen? Macht man keinen Drachen-Riven. Man versucht die Botlane zu ganken, die entweder zum Zurückgehen zu zwingen oder zu töten. Und dann kann man den Drachen machen. Ja, fuck. Gegen 4 geht er rein. Oh, und dieses Caps Lock. Auf das nicht. Flame jetzt nicht mit hier, aber ich könnte auch flame. Gehen hier alle rein? Okay. Z ist reported. Bitte erinnere mich daran, falls ich es vergessen sollte. Dass der Set den auch so lange verfolgt, ey. Das ist riskant wieder, ne? Natürlich rennt er zu seinen Freunden. Das ist... Das ist... Warum lasst ihr die nicht weggehen? Ernsthaft? So, jetzt haben wir es wirklich gut gesehen, dass die kamen. Kann sie trotzdem nicht so schnell reagieren. Selbst mit Flash wird das knapp. Ja, sie kann dreimal die Kuh machen und ist weg. Aber bei sowas musst du rechnen. Mit sowas musst du rechnen. Ja, alles so als Pros. Und auch langsam anfangen so zu spielen. Wir können nicht beides deffen. Wir können halt entweder Mitte deffen oder Top deffen. Wenn wir Top gegangen wären, hätten wir Mid Tower verloren. Gut, lass mal wieder Bot gehen. Nicht, dass der Zed wieder rumheult. Ja. Oh ja, sein Game ist ruiniert. Wobei, ich gehe über die Base.
Ja, wir haben auch... Auch tankmäßig ist es bei uns echt schwierig. Skillmäßig ist es bei uns schwierig. Also am besten Vollspark, das ist oben irgendwas. Nee, Riven geht auf Tank. Ja. Ja. Zed stirbt wieder Toplane. Zed macht Scheiße. Ah, gegen zwei. Wir müssen dann. Dann flamen die sich noch gegen Zed. Ja, das ist. Jeder von denen Scheiße. Also, dass die Scheiße spielen, ist mir erstmal. Naja, okay, es gefällt mir nicht, aber naja, aber es sind so flamen müssen. Ja, aber man kann es nicht verhindern, aber die flamen sich gegen Zed, das ist alles Scheiße. Welcome in Bronze. Nope. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Warte. Ich sag gleich was echt cooles. Ich gehe nicht mehr Mitte. Egal was ist, ich gehe nicht mehr Mitte. Der Zed regt mich so auf. Das gehört zum Plan, den ich mir ausgedacht habe. Ach ja. Okay, ich bin fertig. Gut, lass wieder weggehen, ehe hier wieder. So, mehr schreibe ich nicht. Rango kommt. Wird mich jetzt hier befreiten. Ja, ich weiß, ich will eigentlich weggehen, aber in der Mitte ist schon wieder so. Wir haben da gerade alle. Ja, als wäre er nicht Bronze. Immer das Beste, ey. Nicht reingehen, nicht reingehen. So, was macht das denn unser Wasserprobe? Alter, dieser Damage. Spielt der Full AP oder was? Nee, der spielt AD und macht so viel Schaden mit der Ult. Mein Treffer eigentlich, aber okay. Dann hat's nicht. Ja, die Riven haben auch Botlane nicht gesehen. Ah, das ist wieder so ein. Was ich sage hier, ne? Keiner spielt defensiv. Hör dir das an. Riven 2-7, Cassiopeia 2-7. Die haben Kills, genauso viele wie ich. Aber so viele Tode. Ich kann nicht von die Worte, sorry, das. Ich surrender. Hier raus, nicht. Ich, ich glaube, das ist eh, das kann jetzt lieber nicht so schlimm sein. Ja. Also dieses Flaming, das ist wunderschön nach dem Botlane. Weil hier haben wir gleich einen Tower. Nein, komm, nichts machen, komm, nichts machen. Leute, es redet nicht nur über die Skins, man.
Bitte werde ich erwachsen, das ist so schwer. Boah, Kasse, warum? Bist du einfach nur Kasse? Ja, warum spielt er drüber in Schange, wenn er was er damit sagt? War das nicht der, der unbedingt Jungle wollte? Der hat dich nicht gefragt. Spielst du bitte ADC? Dann will ich nicht wissen, wie er als ADC ist. Das ist der größte Vollkoffer wahrscheinlich. Ich bin noch ganz schön was kaufen. Ich sag nichts dazu. Die kriegen alle einen Report von mir. Wir müssen gleich Top-Lane Deathmatch kommen auch gleich machen. 2-10 haben wir. Wir haben 2-9, 5-8. Wir beide sind doch die mit den Niedrigen. Ja, ich spiel gut. Ja, die machen Baron. Ja, was soll ich machen? Morgen gehe ich nicht, weil mich direkt tot. Wir holen mich. Und du spielst eigentlich auch ein. Ich bin kein Fan von Full Tank. Gut als Supporter ja, aber nicht als Jungler. Schau dir die Items von der Riven an. Erstens, sie hat keine Items. Und zweitens, die Items, die sie hat, sind scheiße. Kein Damage-Item. Full Tank. Das heißt, du kannst. Aber sie du darfst nicht reingehen. Denn wenn du reingehst, du drückst kein Damage. Außer du hast wen dabei, der richtig viel Damage drückt. Und nicht mal ich drücke im Moment richtig viel Damage, weil ich auch keine Kills habe. Keiner aus unserem Team drückt den Damage, den ein Full Tank braucht. Yep. Zed stirbt gerade. Boah, ist die Arschtanky. Jo, klar. Also, was ich kann. Riven! Riven! Riven, why? Warum? Sieh dir das an, null Damage. Hat die irgendwo Damage gemacht? Nein, die macht kein Damage. In dem wird es verwirrt. So, jetzt geht's. Ich gebe zu, wir haben nicht super gespielt. Ja, wir waren die Besten. Nicht wirklich gewonnen. Wir waren die Besten von unseren Team. Der Ashwill war richtig gut. Aber wenn wir scheiße spielen und dann die Besten aus unserem Team sind. Und ich gehe mal von der Base weg, Alter. Ich habe so einen hässlichen Soundbug hier. Das geht nicht. Der Zed. 6-9. Okay. Hat die meisten Kills aus unserem Team. Von mir aus. Was zur Hölle. Töte sie doch selbst. Gut. Set Report. So. Dann Report für den da. Nein, nicht das hier. Report. Achso, du hast dich auf Flag gedrückt und dann. Ja, genau. Weg.
Negative Einstellung. Flaming Caps Lock. Ja, Flaming Caps Lock und so weiter. Okay. Toxic Language. So. Meldung abschicken. Riven, report ich für Sabotage, vorsätzliches Feeding, Flaming, Trollpick. Ich wäre gerne Jungle gegangen. Wirklich. So, und die Top Lane können wir eigentlich für das gleiche reporten. Feeding, Trollpick. Ja, nee, warte, das schreibe ich nur. Feeding und Toxic Language. So, so sehen bei weitem nicht alle meine Runden am Ende aus, dass ich jeden reporte, mit dem ich zusammengespielt habe, aber in diesem Spiel musste ich das jetzt einfach mal machen. So, vielen Dank fürs Zuschauen, auch wenn es absolut scheiße war und es tut mir leid, dass ihr euch das mit ansehen musstet. Wir sehen uns dann. Ciao. Ja.